Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute einen kleinen Kriegerfloh mitgebracht und möchte euch diesen einmal vorstellen. Wir beginnen im herabschauenden Hund. Strecke als erstes dein rechtes Bein nach oben aus und dann setz deinen rechten Fuß zwischen die Hände ab. Komm mit dem Oberkörper nach oben und dein hinterer Fuß stellt sich ungefähr einen 45-Grad-Winkel auf. Deine Arme sind Richtung Decke gestreckt und deine Schultern ziehen tief weg von den Ohren. Deine Hüfte ist zur kurzen Mattenkante ausgerichtet. Deine linke Hüfte zieht tendenziell nach vorne und die rechte Hüfte tendenziell eher zurück. Krieger 1. Als nächstes klappe deinen hinteren Fuß um 90 Grad um, deine Fersen stehen in etwa auf einer Linie. Breite deine Arme zur Seite aus und beug dich noch etwas mehr im rechten Bein. Deine Hüfte ist nun zur langen Mattenkante ausgerichtet und dein Blick geht über die rechte Hand nach vorne. Zieh auch hier die Schultern tief nach unten. Dreh als nächstes deine rechte Handinnenfläche Richtung Decke. Dein linker Arm gleitet am Bein nach unten und du lehnst dich zurück in den friedvollen Krieger. Von hier aus zieh dich nach oben und kurbel dich nach unten in Uttita Parshva Konasana. Deine Fingerspitzen berühren ganz leicht den Boden, deine Schultern sind gestapelt. Dein Blick geht geradeaus oder nach oben zu deiner linken Hand. Zeichne als nächstes mit deiner linken Hand einen Kreis am Boden und dieser zieht dich wieder hoch in Krieger 2. Von hier aus kurbel dich nach unten und geh zurück in den dreibeinigen Hund. Fuß abstellen. Hebe nun dein linkes Bein nach oben und setz deinen Fuß zwischen die Hände ab. Komm mit dem Oberkörper nach oben in Krieger 1. Dein hinterer Fuß ist um 45 Grad eingedreht, deine Hüfte zieht Richtung kurze Mattenkante. Deine Arme sind Richtung Decke ausgestreckt und du ziehst die Schultern weg von den Ohren. Von hier aus dreh deinen Fuß um 90 Grad, beuge dich noch etwas mehr am linken Bein und komm in Krieger 2. Dreh deine linke Handfläche und gleite mit der rechten Hand an deinem Bein nach unten und lehn dich zurück in den friedvollen Krieger. Achte hierbei darauf, nicht so viel Druck auf dein rechtes Knie zu geben mit der Hand. Halte dich, wenn möglich, aus der Kraft deines Rumpfes. Komm nach oben und dreh dich in Uttita Parshva Konasana. Deine Schultern sind hier übereinander gestapelt und dein Blick geht zur rechten Hand oder gerade nach vorne. Wichtig ist, dass dein Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule bleibt. Von hier aus zeichne mit deiner rechten Hand einen Kreis und zieh dich zurück in Krieger 2. Und dann kurbel dich nach unten in den dreibeinigen Hund. Fuß abstellen. Gerne jetzt in Verbindung mit der Atmung. Einatmen, rechten Fuß heben, ausatmen, den Fuß zwischen die Hände absetzen. Einatmen, Krieger 1, ausatmen, Krieger 2. Atme ein, lehn dich zurück in den friedvollen Krieger. Und mit der Ausatmung dreh dich in Uttita Parshva Konasana.
Ein Zeichen. Zeichne einen Kreis. Komm zurück in Krieger 2. Aus. Kurbel dich nach unten. Streck dich noch einmal in den dreibeinigen Hund. Atme ein, heb deinen linken Fuß und setze ihn zwischen die Hände ab mit der Ausatmung. Einatmen, Krieger 1. Ausatmen, Krieger 2. Einatmen, lehn dich zurück, friedvoller Krieger. Ausatmen. Uttita Parshva Konasana. Einatmen. Zieh dich nach oben. Zurück in Krieger 2. Ausatmen. Noch einmal in den dreibeinigen Hund. Und dann Fuß abstellen. Ich hoffe, dir hat's Spaß gemacht. Und sag bis zum nächsten Mal.